Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen superfranzösischen Folge Vinito Cotipo mit meinem Bruder Le Jacques, dem ich heute Nacht in den Mund gespückt habe. Du bist so ein widerlicher Schuft. Ich habe geschlafen und geschnarcht und dann hast du gemacht Igitigit-Mäulchen. Aber ich habe es mit Stolz geschluckt und der Geschmack war wunderbar. Ich bin aufgewacht und hatte den kleinen leckeren Tropfen Morgentau noch auf meiner Unterlippe. Ich habe dir in den Mund gespückt, weil du darauf stehst. Mein geliebter Bruder. Aber hier, guck mal, kannst du mein Rohr sehen? Kannst du mein Rohr sehen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Natürlich, mein kleiner Bruder. Ich kann Spaghetti. Ich auch. Und guck mal, was ich noch kann. Rippeti-Spuck. Guck hier, ich habe gespuckt. Sollen wir losfahren? Ich habe noch so einen leicht scharfen Geschmack im Mund. Gut, das war jetzt mal wieder sehr verstörend. Ja, wir haben, glaube ich, alle Pflichten erfüllt. Wir geben Vollgas, Mr. Schwulu. Drei Gas, willst du? Ich hätte gerne drei Gill. Drei Gill Gas, ein Gill Kanone habe ich. Gras. Ich habe jetzt drei Gill Gas und ein Gill auf Kanone. Gut, dann gillen wir da mal durch, Mr. Gillenswagen. Weil ich habe auch nichts zum Repareur. Repariere. Man kann zwei Sachen haben, oder später ja, ne? Ich habe schon lange kein We Need To Go Deeper mehr gespielt. Schon lange nicht mehr, ich auch nicht. Neues Spiel, 1000 Updates wieder, neuer Endboss. Ach so, warte mal, solange ich an der Kanone bin, kann ich gar nicht... Da kommt da, aber da kommt was. Aber du musst dann so nah gucken, wo denn? Rechts, links? Nein, also das hier, das Rülps, fall über rechts, ja, fahr da lang, das ist gut. Aber wo ist eine Ölle? Ich sehe noch keine Ölle, doch, da, nee, das ist eine Blueberry-Blase. Eine Bübel? Oh, wir haben hier wieder so ein Links-Rechts-Ding, ne? Links ist irgendwas, ganz links rüber, aber das drückt uns nach oben, da kommen wir gar nicht hin, oder? Dann gehen wir halt rechts. Das sieht aus wie eine große Michelle. Eine große Michelle? Eine große Michelle, da ist eine Ölle. Eine Ölle? Ich würde sagen, wir gehen in die Ölle und öllen uns ein. Warum habe ich jetzt eine Rettungsringe? Ich weiß nicht, warum es Ringe plötzlich gibt. Ich mache Rolle, Judo-Rolle! Judo-Hieb! Aber was war denn das? Hast du gerade gesehen? Die werfen mit Kindern. Die werfen mit Kindern, aber es ist weggeflogen dann irgendwie. Ja, guck mal, hier ist so ein Bambino. Siehst du? Ein kleiner Bambino. Ich schlage ein kleiner Bambino. Le Krabbe von oben, Le Krabbe. Nehmen Sie so, ganz auseinander. Gibt's auch geile Sachen. Geile Sachen mit Kindern. Ich bin hier voll im Mareiga Amado-Modus. Die Mini-Krabben-Show. Hallo. Mareiga Amando? What? Ich habe einen Rucksack gefunden. Wie ein Rucksack. Ich habe ein Babybag. Ich besitze jetzt offiziell ein Babybag. Ich habe ein Babybag. Oh Gott, da ist Chicky. Chicky, die Königskrabbe. Greift mich an. Ein Babybag. Oh, er kommt, er schlägt. Und er springt wieder davon. Ich habe nur... du hast die Schwert, oder? Guck mal, siehst du mein Babybag? Ich sehe dein Babybag. Was ist das? Keine Ahnung. Oh. Vorsicht. Sketchy, die alte Krabbe. Ich habe ihn schon sehr... Don the Sketch. Oh. Guck mal, ich nehme... Oh doch, jetzt habe ich Schaden. Aber sonst bin ich eigentlich relativ sportlich hier unten. Alter, ich habe irgendwie Seestern im Gesicht. Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Halt mir deine warmen Eier ins Gesicht. Und was ist in der Truhe? Was war da drin? Ein Seestern und Diamanten. Und der Seestern ist mir ins Gesicht gesprungen. Ich konnte ihn nicht von meinem Gesicht sehen. Ja, und schon hast du noch 8 Leben, ne? 9. 9, okay. Die sind da wohl ein bisschen runtergegangen, weil normalerweise hat man ja 2 verloren. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Seitdem du mit Gariel gespielt hast. Ich dachte gerade die ganze Zeit, warum verliere ich denn Energie kontinuierlich? Was ist denn hier los in diesem Spiel? Ja, seitdem du mit Gariel, dem kleinen Seemann, gespielt hast. Wo bist du, großer Seemann? Ach, da. Ich bin hier unten in der Ölle. Ich bin in der Ölle ganz tief. Es ist, guck mal, hier ist so ein kleiner, hast du gesehen? Ja, die Captain werfen. Babyback. Die werfen mit ihren ungeborenen Kindern. mit den kleinen Säuglingen. Krabbenfötenwurf. Krabbenfötenwurf. Oh, Vorsicht, Krabbenföten kommen in die Ölle und wollen mich spitzen. In Südkorea ist das eine Sportart. Krabbenföten? Habe ich ihn eben gerade in mein Babybag gesteckt? Ich glaube, ich entführe Kinder. Ich glaube, ich stecke Kinder in mein Babybag. Ich bin gar kein Franzose, sondern Belgier. Meine liebe Sklavenkrabbe biegt mich immer in die Eier. Oh, guck mal, hier ist noch ein Babybug. Das haben wir beide, aber was kann der? Was kann der Babybug? Vielleicht können wir da mehr Geld mitnehmen. Diamanten und... Ich hab Dorbette? Alter, eine riesige Schimmelmuschel. Oh, riesige Schimmelmuschel. Schimmelmuschel. Geistermuschel-Essenz. Wrench wäre geil. Geistermuschel-Essenz. Ich hab doch Wrench. Achso, du meinst so als... zum Zweitwaffen-Reparier-Ding. Als zweite Tatwaffe.
Hä, müssen wir nicht eigentlich noch hier die Königs... Ja, Courtney, hier ist sie, Alter. Courtney Love, Alter. Da Courtney! Courtney! Ich will an Courtneys Perle. Sie versprechen dir das Blaue vom Himmel und dann wollen sie doch nur deine Perle. Oh, ich bin fast RIP. Ich wurde fast geloved, Waggett. Gelovecrafted? Hier geht's nicht mehr lang, oder? Nee. Nee, dann ist hier Ende. Komm, hier gibt's auch jetzt so kleine Höhlenpilze. Hm. Kleine Mischrümps. Ich komme hier nicht durch die Schlitz. Ja, muss außen rum. Doch, das ist eine freche Schlitz. Warum lässt der Schlitz mich nicht einfach hindurch, wenn ich sage, hallo Schlitz? Öffne dich für mich. Ich will eindringen und hindurch krabbeln. Es fallen irgendwie Leichen vom Himmel. Noch eine. Wo denn? Wo bist denn du? Oh, das ist noch was Lebendiges. Oben wieder. Ich bin wieder den Weg hoch. Die fliehen vor mir. Die haben Angst. Ja, weil du hast einen Sack und ein Schwert. Sack und Schwert. Und die Legende sagt, kommt ein Mann mit Sack und Schwert. Sattel schnell dein Pferd. Wir haben 1262 dafür bekommen. Na, vielleicht sind die Sachen teurer geworden. Ist nicht übel. Ah, Le Jacques, André Le Jacques. Es gibt ja ein Doppelbett, ne? Ja, aber da brauchst du ein großes Schiffchen und mehr Leute, die das Spiel spielen. Ja, aber was bringt mir jetzt der Bag? Was kann der? Keine Ahnung, das werden wir dann wahrscheinlich gleich sehen. Wir müssen weiter in die Höhle vordringen. Your mother! Wie, was? Wieso sagst du so etwas? What an off! What an off. Nun denn. Well done! Warum machst du so etwas? Enemy is here! Bist du fertig? Ja. Bist du am Steuer? Ja, ich bin dran. Mache 3 Gil. Mach 3 Gil. Wir gehen jetzt mit Speed an die Sache ran. Wir gehen mit richtig Speed an die Sache ran. Ich gehe wieder in Sonar. Da kommt noch eine Höhle, oder? Ja, da kommt noch eine Höhle. Ich glaube, ich habe ein kleines Loch eingeschlagen. Wo ist sie denn? Da links von dir, von uns. Aha! Da war eine Hölle! Der rülpsende Berberfisch. Er wollte mich beißen, aber ich sagte, das darfst du nicht. So, wir haben keine widerlichen Kreaturen drin, oder? Ist alles clean. Ja, alles gut. Also, Seesterne sind One-Hit. Oh, was ist das hier? Eine Flasche Post. Eine Flasche Post. Hast du sie genommen? Kann sie nicht nehmen. Ich kann aber sie auch nicht nehmen. Ich glaube, wir haben sie. Naja, neues Relikt wurde reliktiert. Oh. Oi, oi, oh, wow. Oh, ein Krabbenfass. Vorsicht, Fass mit Krab. Und, was ist da drin? Eine Krabbe? Noch ist da gar nichts drin, weil die nicht stirbt. Oh, oh. Sie ist doch auf den Kopf gefallen. Ich wäre fast gestorben, weil hier oben Cheatmuscheln sind. Ich habe nur noch 5 Leben. Ich habe auch nur noch 5. Ich habe nur noch 4. Die Krabbe, sie ist so stark. Ja, die hier stirbt nicht. Oh. Oh. Was denn da? Torpedomunition habe ich bekommen. Ja, ich auch. Ja, ich hätte gern mal irgendwas für mein Babybag. Ich glaube, ich gebe dich erstmal kurz heilen wieder. Ich schlage nur noch hier 4. Auf den toten Krabbenkadaver ein. Ja, 4 ist schon sehr gefährlich. Kommen die von rechts, links, dann gibt es die Krabbenzange. Die doppelbelgische Krabbenzange. Die doppelbelgische Bayernzange. Die doppelbelgische Bottenbeckenzange. Bottenbecken? Ich geb mir kurz heilen. Diese kleinen Krablis können ja richtig fies draufhauen. Ja, aber hier ist wieder so eine goldene Truhe. Ich hab Angst. Ja, und wenn jetzt ein Seestern kommt, hast du verkackt. Nee, es sind nur Diamonds. Oh, Diamonds are my best friends. Ich bin eine französische Frau mit Stolz und... Oh, 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 hier geht's vielleicht noch durch. Ich bin bei 3 Leben. Ich bin sehr mutig. Ja, ich war mich halt noch kurz heilen, weißt du. Da ist mir die Gier halt nicht so groß, weißt du. Ja, hier ist ja nichts mehr. Ist ja durch. Ja, ich bin halt, weißt du, ich bin halt ein Eroberer. Kein cooles Zeug? Das ist doch noch eine Krabbe. Ja, eine Krabbe. Ja, was soll ich damit? Hast du wirklich alle Gänge durchsucht? Ja. Warst du unten links und unten rechts? Du kannst ja nochmal durchlaufen. Aber ich war überall. Ich bin jemand, der sehr pflichtbewusst mit seiner Kontrolle umgeht. Jetzt bin ich bei 2 Leben. Leg dich doch in die Bett. Ja, die Krabben, die wackeln hier noch so, weißt du? Guck mal, der hier, siehst du den? Ist er tot? Lebt er? Man weiß es nicht. Ist er tot? Er ist ziemlich blass auf jeden Fall. Jetzt musst du hier auch. Und dann machst du Le Barrel Roll. Ich bin Le Barrel. Le Barrel. Schau dir meine Spaghetti an. So, und jetzt guck. Atme mich durch. Guck, ich zeige dir meine Popoloch. Gucke da. Gucke da. Das riecht aber merkwürdig. Schau mal hinein. Zack, zack. Warum ist es da so dunkel und so weit offen? Es blinkt nur ganz kurz auf. Du kannst es gar nicht so schnell sehen.
Hast du ein Bleaching gemacht? Ja, ich habe doppelt gebleached. Den los, Stuff. Stuff hier drüben. Hier ist auch ein kleines. Hier ist eine Delle drin, ne? Also. Drei Gil. Oben bei mir im Kapitänsraum gibt es eine kleine Delle. Du bist wieder vor die Wand gefahren, ich habe gesehen. So, wo ist die nächste Ölle? Was war das? Das hast du gerade gehört? Nix. Oh, was ist das? Wir haben irgendwas an Bord. Wie, was? Wieso? Wo ist es? Hä? Oh! Es ist ekelig! Was ist es denn? Es ist ekelig! Eine große Kraken! Ein Kraken! Oh mein Gott! Es macht meh! Bring es doch um! Töte mich! Alter, was war denn das schon wieder? Was ist jetzt schon wieder? Da ist doch schon wieder irgendwas drin. Irgendwo uns läuft greift was an. Uns greift was an. Wir haben Löcher. Zwei Löcher. Ich kann nicht reparieren. Ich kann nur die Flucht machen. Ich mache El Reparatur. Oh, El Vielleicht sind wir schon beim Endgegner. Es könnte Endgegner. Oh, wohl. Wir müssen schießen. Weil mehr Rotation Speed. Ich brauche mehr Rotation Speed. Ich versuche es herauszulenken. Okay, einer ist geplatzt. Ich versuche uns da rauszulenken. Vorsicht, da ist das grüne Zeug, ist gefährlich. Meinst du? Da sind Sachen drin, die du in deine wildesten Träume noch nicht gesehen hast. Oh, da kommt schon wieder so ein Squiggy. Squiggy, Miggy, was ist jetzt los, Alter? Es wird brutal. Es wird. Oh, er weint, wenn ich ihm schieße in seine hässliche Gesicht. Schieß ihm in seine hässliche Gesicht. Oh. Oh, was ist das denn? Bläschen! Hol uns Speed weg! Quadken! Es ist noch ein Schiff! Du ersäufst, Speed, Alter! Speed, hol Speed weg! Du ersäufst da hol oben, Speed Junge. Weg, geh mit in den Maschinenraum und hol Speed weg! Du ersäufst! Ja, du musst aber erst Stillstand machen! Okay. Du hättest auch einfach vom Lenkrad weggehen können. Was? Nein, ich wäre sonst gegen diese Boppel gelaufen, da spawnen die raus, hast du das nicht gesehen? Nein, konnte ich nicht, weil ich das Schiff repariere! Der Quadken, Alter! Oh Gott, hier sind so viele Löcher hier. Schnell in die Mittelräumlichkeiten. Dann rüber zum Bett, da ist auch noch eins. Mach das mal auf am Bett. Ich esse auf, Alter. Schnell, durch, ja. Was ist das hier für ein widerlicher Schlund? Hab den Schlund bekämpft. Ich hab Energie verloren, ich bin fast ersoffen. Ich muss mich kurz ins Bett legen. Gut, ich kümmere mich um Quadken. Quadken? Wir haben Quadken aber schon irgendwie getroffen, oder? Keine Ahnung, ja, anscheinend. Achtung, da kommt schon wieder so ein Babyboy. Okay, wir bekommen viel Besuch. Ich gehe oben und mach den kalt. Aber da kommen noch mehr rein. Du musst dich ums Reparieren kümmern. An der Treppe ist ein Loch. Ich mach den fertig. Ist tot. Jetzt mach ich den nächsten hier platt und dann komm zu mir in die Kabine und reparier. Küchenjunge. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Oh. So, wir haben es wieder im Griff. Oh Gott. Ich gehe kurz schlafen. Beule hier noch raus. Mann, das ist schon hart, wenn man einen Säbel hat. Klar, er hat Vorteile, aber ich kann halt nicht reparieren. Deswegen habe ich eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir da eine Ranch haben. Was ist denn in unserem Rucksack drin? Joghurt? Joghurt. Nur Joghurt. Ich weiß nicht, ob wir mit Kanone... Mach mal Schild und sowas an. Und sowas. Ich habe alles auf und sowas. Kanonen. Wir haben doch noch hier Energie. Ja, für ein Schild. Für zwei Schild sogar. Wir haben doppelt Schild. Ach, Kanone braucht ja nur noch zwei Lichter, ne? Jetzt habe ich plötzlich Sea Monkeys in meinem Gesicht. Wind, was mich ausgerüstet mit der Kanone? Ich kann den Typen nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich treffe oder nicht. Ja, hast du das Schild? Ran. Da kommt ich noch kann, einer. Oh. Ich kann doch nicht. Ja, jetzt einfach nach unten mal lenken. Ich gebe einen Schub. Ich meine, dass du die Kanone einfach mal nach unten lenkst. Ich gebe jetzt einen Schub. Munition. Da kannst du erstmal mit dem kleinen Bratzer drauf schießen. Ach, da vorne sind hässliche Viecher. Hol die erstmal weg. Oh. Ja, oben. Siehst du nicht die kleinen Bobblies? Vor uns kommt einer. Kanone dreht sich nicht so schnell, wie du dich drehst. Er ist drin. Alter, die haben das Spiel halt wieder schwerer gemacht, weil sie immer denken, hey, Kies und Kreis, bekommen ja auch wöchentlich eine E-Mail von uns. Ja. Wir haben wieder geupdatet, Jungs, kleine Info. Ey, wirklich, wir bekommen jedes Mal eine E-Mail, wenn die irgendwas machen. Achtung, da oben. Jo. So, ich bringe uns jetzt näher an den Kollegen.
Siehst du seinen Schnabel? Sehr gut. Immer schön auf den Schnabel. Oh, da oben haben wir einen kleinen Tumor erweckt. Ne, der wird sich jetzt wahrscheinlich wieder in unser Schiff wagen. Du kannst ihn abknallen. Er ist da drin. Aber ich muss ja auch irgendwie nachladen. Er ist drin. Er ist bei dir drin. Ja, ich kann nicht reparieren. Wir machen tot. Er ist tot. Er ist tot. Da kommt aber schon der nächste. Wow, und dieses Vieh wirbelt uns durch die Gegend. Ich fahre uns jetzt erstmal weg von diesen Quadken. Quadken. Er haut schon den nächsten raus. Läuft's hier noch irgendwo rein? Unten wahrscheinlich, oder? Ja, hier ist noch einer drin. Alter, dieser Quadken ist ein ekelhafter Bastard mit diesen ganzen Monstrositäten. Okay, in der Mittelding. Ich habe noch 3 Leben. Ich muss mich heilen. Ich habe nur noch 4. Und hier ist ein Kraken an der Kanone. Und hier kommt überall Kram. Reparier erstmal die Mitte. Ich besiege die Quadkens. Im Schlafzimmer ist noch ein Loch. Okay, da kommt jetzt noch einer rein. Ich habe gerade keine Munition. Reparier lieber die Löcher, sonst ertrinken wir. Da, er ist schon am Fenster. Er ist am Fenster und guckt. Hallo. Kann ich da mal bitte rein? Wo läuft denn da noch Wasser? Na, hier hinter dem Kadaver. So, ich sehe dir schon mal die Schmandspur weg. Mich ein bisschen hinlegen. Harter Kampf, ey. Harter Kampf. Aber ich brauche die Energie. Ich brauche die Kraft. Ich muss nachtanken, die Energie. Ich habe den Quadken weggeholt. Quadken? Warte, ich hol mal den da oben noch weg. Bumm. Haben wir hier vielleicht mal ein bisschen Ruhe. Hau noch mal was rein. Da ist drin. Jo, jetzt sind die erstmal hier alle schön tot. Also ich kann ihn ganz gut sehen. Jetzt, zack. Warte. Vielleicht kann ich ihn von hier gut treffen. Das ist ja halt ein Riesenbaby. Alter, warum verballerst du alle gleich? Du hast nicht einer getroffen. Ich hab gedacht, ich treffe ihn. Ja, dann schieß doch mit einem, wenn du willst. Okay, ich bring uns näher ran. Ich mit dem Ding in der Hand nicht mehr? Okay. Es hat sich alles geändert. Andersrum. Ja, Moment, ich muss doch erstmal hoch. Ich bin vom Maschinenraum. Da gibt es ja auch einen Weg, mein Sohn. Da vorne ist ein Quadken, kleiner. Lass mal den kleinen Bastardo weg. Ja, der kriegt's da mit seiner Mom gleich. Ja, schieß mal so drauf. Das ist auch auf den da vorne. Dass der mal weg ist. Oh, jetzt kommt wieder Doppelquadken. Einer ist drin. 2 sind drin, der dritte kommt auch noch. Alter. Ich wurde gequadket. 4 Leben, 3 Leben. Hab ihn gekillt. Ist tot. Ich versuche uns erstmal hier rauszulegen. Oh nein, das ist der nächste. 2 Leben. Ist tot. Okay, wir hängen wieder drüben. Mach Strom weg. Also Speed, wenn du unten sein sollst, ist rein zufällig. Ich mach's. Oh. So, wir haben Schild. Da ist ja noch einer drin. Ich hab 2 Leben. Dann geh dich heilen. Ich hab nur noch 5 Leben. Bin gerade dabei. Ich heil mich. Alter, wie übelst heftig sind denn die Bossfights? Oh, ich hab auch nur noch 2 Leben. Dieser Quadken ist der Hammer. Hilf läuft immer noch voll. So, ich bin wieder frisch. Schon. Boah, Schiff läuft leer. Boah, hier unten ist noch ein Kollege. Ja, ja. Noch ein Kollege. Alter, hier ist eine ganze Familie. Hier ist eine kleine Familie drin. Von draußen kommen auch schon wieder welche. Ich sehe dich ja am Fenster rumschwimmen. Ekelhafte Drecksviecher. Ey, die schwimmen alle da draußen rum, ne? Ja, die geiern. Alter, wie kann ich... Ach so, du musst... gib mal Kanone. Wow, Alter, what? Hast du gesehen, was es abgezogen hat an dem Quadgun? Aber da kommen noch welche und ich kann nicht schießen. Wir müssen uns jetzt erstmal verteidigen. Oben bei mir, im Kapitänshütchen. In der Kajüten. Captain Schmulo, haben wir wieder Strom? Captain Schmulo, oh nein, Kajüten. In der Kajüten ist ein neuer. Komm, ich hab 6 Leben. Ich hab 4. Ich bin oben, da ist auch einer. Ich hab 3, ich hab 2. Geh raus, dann geh raus, lass ihn erstmal da sein. Geh oben an die Treppe und reparier da.
Ich hab 4. Tot? Der ist tot, ja. Okay, warte, ich mach mal wenigstens, dass ich eben 4 hab. Okay. Okay, okay. Das System ist wieder online. Schild ist da. Muss mal eben heilen ein bisschen. Doppelkanone ist da. Oh, da ist schon wieder irgendwo einer drin. Unten im Maschinenraum. Ja, ich kümmere mich um den und du reparierst, ich heil mich. Alter, was für ein Ultra-Fight. Ich heile mich jetzt mal ganz schnell so wieder auf 6. Heftigst. Das Spiel haben die übelst schwer gemacht. Wie lange dauert denn so ein EMP? Weiß nicht. Aber ey, das macht dem gar keinen Schaden, ne? Nee, wir müssen wahrscheinlich näher ran. Ich lenke uns mal hin. Oh, warte, da oben. Da kommen sie schon wieder. Dann hau die schon mal weg. Ja, wenn es so einfach ginge. Du kannst ja auch auf die Kanone wechseln, bist voll geladen. So, ich fahr uns mal hin. Der hat Spastiken, der Kleine. Da kommen sie wieder, sind wieder drin, zwei Stück. Oben im Kapitänshütchen, der ist tot. Kannst du reparieren. Ich gehe den am Bett noch wegholen. Ist tot, ich muss schlafen. Und ertrinken. Schlafen und ertrinken. Das ist so eine Mischung aus beidem. Die Bettwäsche ist ganz schön feucht geworden. Die ist doch immer sehr feucht. André und Le Jacques, sie spritzen im Schlaf. Muss ihm halt voll auf seine Strullerfresse. Auf Strullermaul. Ja. Ich glaube, es geht nur mit Strullerkanone. Warte. Komm schon. Jetzt. Ja, der hat gesessen. Voll auf die Strullerlippe. Du musst nachladen. Das ist halt echt ein heftiger Boss geworden. Ja. Oh, er holt neue Struller, Freunde, schieß! Er holt nochmal einen Struller, Freund. Nice! Nein, ich bin fast tot! Du bei mir ist einer drin! Ich kam mir da rein! Oh Gott, hier ist auch noch einer drin! Shit! Ich muss uns umlenken! Die werden immer aggressiver! Ja klar, wenn das Muttertier... Oh, hier sind 5 Stück drin oder so! Ich habe 2 HP nur noch! Ich habe auch noch 2 HP! Oh shit! Gehen die auch kaputt, wenn wir jetzt ein EMP zünden? Guck mal, ob wir eins haben! Ich habe ein HP! Du musst den unten klar machen! Warte, ich geh mal hier rein. EMP. Ja, wir haben gewonnen, Alter. Alles ist down, auch der Quadken. Ja, aber hier drin, die leben noch. Egal, reparier mal, was geht. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Ja, ich komm. Ich hab nichts an Leben. Ich geh mal hier rein. Guck, dass du nicht stirbst. Oh. Er ist platt. Unten kommt... Oh Gott, Alter. Hier kommt überall Wasser rein. Du musst sie alle killen. Ich bin dran. Unten ist auch Platz. Jetzt hier der eine im Mittelding. Ich habe 2 Leben. Ich muss wieder schlafen. Ich habe 2 Leben, 1 Leben. Weg, geh weg. Warte, ich schaffe das noch. Wie hast du jetzt alle Dinger gestoppt? Hab ich doch gar nicht. Ich bin tot. Der Zeitreisemann. Er hat uns geholfen. Haha. Alter. Der Zeitreisemann, der kam und hat gesagt, ich rette dich, Le Jacques. Nicht du, mein schwuler Freund. Ich rettete dich. Oh Gott. Alter, ist das Spiel hart geworden oder bilde ich mir das ein? Ja, sie haben auf jeden Fall einiges so gemacht, dass es irgendwie nicht mehr so ganz so easy ist. Wow. Ich meine, ich muss erstmal heilen, Kumpel, ne? Oh, wir fahren voll gegen die Wand. Ja gut, wir können es runter. Da wird hier eher alles wieder neu sortiert. Ich lenke. Alter, diese Embryonen da, ne? Ja! Richtig widerlich! Und als die Embryonen weg waren, hat er selber noch kleine Tentakel gespuckt irgendwie. Igitt! Was ist jetzt los? Hä? Tag Nummer 2. Le Jacques, du lädst mich zum... André lädt mich zum Essen ein. Es gibt Muscheln und eine Banane für hinten. Alter, Max, helf ab! Was? Guck mal, hast du leckere Garnelen? Ich hatte eine gute Obstteller. Ich habe jetzt 11 Leben und du? 9. Alter, was haben die... Das Spiel ist ein neues Spiel. Infizierte Tiefen. Man sieht gar nichts, es ist super dunkel. Dann wir brauchen ein Licht. Doppelte Christ. Oh Gott, ich brauche unbedingt eine Ranch. Da wird man ja regelrecht bestraft, wenn man ohne Ranch ins Getümmel pimmelt. So, du musst gucken, wo halt was Geiles ist, ne? Du bist am... Oh,
Ja, was hast du denn geschossen? Okay, hier ist erstmal weiter ein bisschen nach rechts halten. Da kommt aber irgendwas Flauschiges. Aber unter dem Nippel nach links ist eine Höhle. Ah, da ist so ein Metball. Da musst du den Metball wegschießen. Also, ja, wir müssen auf jeden Fall an dem Metball irgendwie vorbei. Ja, dann musst du den jetzt wegschießen. Ich wechsle kurz die Kanonen. Alright. Der Metzball. Metzball Damon. Schön nach links, da ist irgendwo eine Höhle. Da. Oh, schnell rein in die Ölle. Ölle, Ölle, Ölle. Boah, ich hoffe, ich finde so eine Pipe Ranch wäre mega. Achtung, Missgeburten. Geisterpimmelessenz, die fliegen ja nach oben. Das ist mit denen nicht in Ordnung. Hier ist auch so ein... Alter, da klebt ja an der Decke Zeug. Unten am Missgeburten-Hill. Was ist das denn hier? Eine Zange oder so? Ja, genau sowas bräuchte ich jetzt, eine Zange. Nee, das ist keine Pipe Wrench, sondern eine Schere. Es sieht, sieht aus wie so eine Eisenschere oder so. Kann man damit machen? Keine Ahnung. Hast du sie aufgehoben? Da. Nein, es liegt da rum. Drück mal E. Wie heißt es denn? Steht nichts. Steht nichts. Keine Ahnung, was es ist. Da ist ein Krabbending. Hier ist goldene Truhe. Torpedo. Torpedo, Torpeda. Da war Torpedo mit der Sache. So, hier ist nichts mehr. Ist ja noch was kaputt. Mal sehen, ob ich da irgendwas machen kann. Was könnte man mit einer Zange machen, so von der Logik her? Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch wieder nur ein Repariergegenstand. Und eigentlich könnte man damit irgendwelche Dinge... Man könnte Nieten damit auch festdrehen. Nee, Nieten dreht man nicht. Ja, stimmt auch wieder, aber... Mit viel Fantasie, weißt du? Warte mal, hier ist noch eine Muschel an der Decke. Ist völlig egal, wie viel Fantasie man nie dreht. Der dreht sich dann einfach nur im Loch, mehr macht er nicht. Ist da noch was zum Reparieren? Irgendwo muss ja noch ein Nippel sein, den werde ich jetzt gleich erforschen. Den Reparatur-Nippel. Nübel-Reparateur. Ja, die Höhle ist durch. Die Höhle ist durch, ja. Wo ist denn da jetzt noch was kaputt? Wo ist eine Delle? Obwohl ich noch eine Todesmuschel gefunden habe an der Decke. Ja, ich kann damit reparieren. Alles klar, ich bin wieder da. Daddy kann reparieren. Aber es klingt auch ganz... Ich meine, wie repariere ich denn bitte schon mit einer Zange eine Delle? Ja, gut, wie repariere ich mit einem Schraubenschlüssel eine Delle? Ja, gut, wie repariere ich mit einem Schraubenschlüssel ein Loch? Ja? Ich bin ready, ich stehe oben und bin bereit. Ich tanke noch Saft und Energie. Ich bin bereit für ein Buzzen. Und ein Buzzen. Busen. Busen. Mein Busenfrog. Ich hab ein Busenfrog. Ich bin der Busenmeister. Ich bin der Busenmeister und du hast keine Ahnung von Busen, das sag ich dir. Ach. Licht, Mann! Und... So. Ne, wir brauchen erst Schub, weil sonst... Ja, sonst hängen wir hier drin, genau. Erst machst du Licht. Genau, okay. Und jetzt geht's los. Achtung, da ist so ein Mundding. Geil. Irgendwo ist Wasser drin. Ja. Du musst dagegen schießen, gegen das Mundding. Ich sehe nichts, warte. Obwohl, bleib erst nochmal im Mundding drin und schieß mal auf den Fleischball vor uns, dann haben wir den schon mal weg. Siehst du ihn? Ja. Schieß doch mal da schon mal dagegen. Der hält uns hier gerade so schön fest, weißt du? Müssen wir nutzen. Das ist ein friendly Mundding. Alter. Geht nicht kaputt, das Ding. Alter. Das ist heftig. Das ist heftig. So, an so nah, Mr. Schwulu? Was sehen Sie, Mr. Schwulu? Noch sehe ich gar nichts. Rechts, rechts, rechts. Rechts ist eine Höhle. 3 Grad Cock. Oh, kommst du da durch überhaupt? Das ist irgendwie so ein... Wow. Alter, hast du gesehen? Ich habe Kies mitgenommen. Alter. Führ mich zum Schotter, führ mich zum Schotter. Guck mal hier. Aber es dauert ja richtig lange, bis ich da was repariere. Das schmatzt auch irgendwie. Ja, es schmatzt irgendwie. Ist organisch. Ah! Mit kleinen Paste wird das repariert. Mit Haferkrutze repariere ich das. Eine Haferkrutze. Alter, wie grob sind die denn hier alle mit der groben Kelle? 3 Energie nur noch. 2. Renn weg, renn weg, renn weg. Boah, ich geh mich nochmal schnell heilen. Bräuchte mal eine vernünftige Waffe. Das wäre mal nicht schlecht.